Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Heute gibt es einen sehr traurigen Vlog. Ihr habt es bestimmt schon gelesen. Ja, Jaden hat eine neue Mama. Und deswegen gibt es heute den letzten Vlog mit Jaden. Da liegt er schon auf meinem provisorischen Wickeltisch hier, weil er alle schon im neuen Haus ist. Also, das ist wirklich. Es ist einfach sehr leer hier. Und ja, das heißt, es ist eigentlich das letzte Video mit ihm, außer ich drehe noch das Einpackvideo. Wenn es zu seiner neuen Mama geht, das drehe ich noch und sonst gibt es nichts mehr, Leute, von ihm. Ja. Er wird ein Geburtstagsgeschenk für ein Mädchen, was auch schon drei Babys hat. Also er hat eine ganz, ganz große neue Familie. Das finde ich sehr schön. Ich war erstens zuerst sehr skeptisch, ob das Mädchen nicht zu jung ist, weil ich glaube, sie wird 13 oder so. Aber da hat der Vater gesagt, sie hat schon drei und deswegen ist es kein Problem. Ja, wir ziehen ihn heute nochmal um und zwar bekommt er das Outfit an, was er mitgebracht hat. Von seiner alten Mama, genau. Das hat er ja an, als er zu uns gekommen ist. Kennen bestimmt auch einige. Und was er anhaben wird, wenn er zu seiner neuen Mama fährt, weiß ich leider noch nicht. Ich muss mich da noch mal, muss da noch ein bisschen gucken. Ja. Moment hat er das an. Und dann schauen wir nachher mal. Aber das Outfit wird er auf jeden Fall nicht mitnehmen, weil ich finde, das ist eine sehr schöne Erinnerung. Und deswegen behalte ich das Outfit. Ja, die Schwester sitzt hier auch. Melde sitzt hier in unserem Pöppel. Das ist auch noch eins, was ich hier habe. Dann habe ich noch den Kinderwagen hier und ich habe noch die Babykleidung, aber auch nur noch ein Paket. Ja. Und dahin ist Felix. Und da ist doch Lennox. Die gucken gerade ein bisschen was am Handy. Ja, Melzel, wie gesagt, hier. Und es ist richtig, richtig schlechtes Wetter und wir kommen gerade von draußen. Mein Motorradhelm ist nass und es regnet und eigentlich wollte ich mit euch nochmal spazieren gehen. Ich glaube, das machen wir auch einfach gleich, weil wir können halt auch nicht viel machen jetzt in diesem Vlog. Aber ich wollte unbedingt noch ein Abschlussvideo drehen mit den Kleinen, aber ich würde sagen, wir ziehen sie erstmal um. Na toll, ich hab's gefunden. So. Gut, dann werden wir den süßen Jaden mal umziehen und danach können wir noch füttern, genau. Wo ist denn meine Flasche? Muss ich nochmal gucken hier. Das Stativ nicht wieder verlieren, das ist ganz gut. Leute, schaut euch das mal an hier. Hier war ja mal das Regal. Und ich habe außenrum gemalt, als ich hier gestrichen habe. Und das sieht voll lustig aus, finde ich. So, schauen wir mal hier. Irgendwo hier muss. Mails Jacke ist hier drin. Irgendwo hier unten ist, glaube ich. Oh, hier ist noch ganz viel Zeug. die Flasche dann, genau, hier habe ich sie. Halt, wie gesagt, immer noch nur Wasser, aber ich glaube, ich mache mir gleich einfach eine andere Fake-Milch. Und dann geht das schon. So, aber jetzt ziehen wir erstmal die Kleinen um. Ich muss einmal kurz Stativ wiederholen und dann ziehen wir ihn mal um. So, ich glaube, so einen guten Ausblick auf das Wickeln hattet ihr noch nie. Ja, so, ich würde sagen, wir fangen mal an. Ich muss gleich nochmal meiner Mutter schreiben, die ist nämlich gerade im neuen Haus, dass sie mir eventuell noch kurz eine Windel vorbeibringen, weil ich seine Stoffwindel, die er anhat, auch sehr gern behalten würde. Also es geht jetzt nicht darum, dass ich der neuen Mutter nichts gönne oder so. Es geht einfach darum, dass ich das. Ich finde die sehr schön, deswegen würde ich sie einfach gern behalten. Ich finde, das ist okay, oder? Oder Schatz? Ist okay. Ich weiß nicht, dass ich dann nachher wieder irgendwie Kommentare bekomme, dass ich so ein schlechter Mensch bin. Na toll. Meine Schwester hat gerade angerufen. Liebe Grüße, falls sie meine Videos guckt. Die Body können wir eigentlich anlassen. Wir richten aber kurz die Windel nochmal. Also es geht halt um diese Stoffwindel hier. Die möchte ich halt sehr gern behalten, weil ich sie so gerne mag. Irgendwie ist es voll schwer jetzt. ich bin gerade sehr traurig, weil ich Lennox, Jaden wohl das vorletzte Mal wickeln werde.
Und ist mir gerade, ist es gerade sehr komisch irgendwie darüber nachzudenken. Aber ich glaube, das ist alles Gewöhnungssache. Also es ist halt so, dass wenn ich, wenn er so in meinem Zimmer rumliegt, dass ich nichts mit ihm mache. Und dafür finde ich ihn einfach zu schade. Er ist so ein wundervolles Baby. Und ich finde es einfach viel zu schade dann, dass er einfach nur herumliegt und eine andere Mama würde sich einfach riesig über ihn freuen. Und ja, deswegen habe ich ihn auch eigentlich verkauft, weil ich halt einfach nichts mehr mit ihm gemacht habe. Und ich einfach einen anderen Wunsch hatte von einem anderen Baby, was ich mir jetzt auch erfülle. Und jetzt, wenn man dann wieder was mit ihm macht, dann ist es schon ziemlich traurig, dass er dann geht. Erst recht, wenn er jetzt die Sachen anhat, die er anhatte, als ich ihn abgeholt habe. Und letztes Mal habe ich mir auch noch das Video angeguckt, als ich ihn abgeholt habe. Und ja, das ist schon, wenn man darüber so nachdenkt, schon ziemlich traurig. Aber man gewöhnt sich daran. Also es ist halt so, wenn ich ihn jetzt gleich wieder weglege, dann ist es nicht mehr so. Also dann bin ich nicht mehr traurig. Ich werde morgen nochmal traurig sein, wenn er zur Post geht. Oder, und wenn ich ihn einpacke. Aber sonst wird da nicht mehr viel passieren. Und deswegen glaube ich, gewöhnt man sich da einfach dran. Muss halt einfach. Schon süß. Ich werde seine Haare vermissen. Die sind so unglaublich toll. Ein neues Baby bekommt nicht so schöne Haare. Der bekommt nur so ganz, ganz Mini-Haare. Ganz klein. Und nicht mal mehr eine Bürste. Das heißt, wir können nicht mal die Haare kämmen. Sieht aus wie so ein Strudelpeter, wenn er zu seiner neuen Mama geht. So, fertig. Dann können wir jetzt gleich nochmal die Flasche machen. Oh Gott, mein Rücken. Ja, ich würde sagen, die Flasche machen wir nochmal und dann können wir nochmal füttern. Der arme Kleine. Hallo Felix! Du bist ja auch hier. deine Sophia Giraffe. Zeig mal. Nimmst du Sophia Giraffe zeigen? Ja, zeig mal. Ja, zeig mal. Oh, super. So. Wollen wir Milch machen? Felix, Milch machen? Ja, du musst uns einen Pilz zeigen. Ist da noch ein Pilz? Oh ja, das ist ganz was Tolles. So, dann machen wir jetzt einmal Pelkmilch. Zwar aus Mehl. Dabei ist aber ganz wichtig, dass ihr das sofort wieder rausmacht, wenn ihr damit fertig seid. Sonst gehen die Flaschen kaputt. Wasser einmal wechseln. Ja, Mehl. Das ist halt so eine Alternative, was auch ganz, ganz viele Mütter machen. Also Reborn-Mütter. Wie man Fake-Milch machen kann. Aber ich finde, davon braucht man sehr, sehr viel. Und es wird halt sehr klumpig und man muss es immer danach auswaschen. Deswegen ist es nicht die perfekte Alternative für mich. Also die perfekte Fake-Milch, weil ich halt einfach gerne den Kaffee weiter benutze, weil den finde ich einfach besser. Aber dazu mache ich auch noch mal ein Video für alle, die meine Fake-Milch noch nicht kennen. Weil sieht, das wird einfach halt nicht weiß. Das wird dann halt einfach so gelb und das ist einfach nicht so schön. Und die Flaschen gehen halt kaputt, die verfärben sich dann. Und hier unten wird es halt einfach so klumpig. Seht ihr das? Das mag ich halt absolut nicht. Aber was gut ist, es riecht halt nicht so ekelhaft. Also der Kaffeeweißer, der riecht sehr, sehr schnell ekelhaft. Ich finde, das sieht einfach nur ekelhaft aus. Es ist einfach gelb und ne. Aber jetzt ist es einmal okay. Das ist jetzt nicht so tragisch. Einmal können wir das ruhig benutzen. So, schon gleich mal den Kinderwagen ausräumen. Guck mal, das ist voll gelb. Weil? Weil da Mehl drin ist. Kaffeeweißer ist schöner. Aber ich hab kein Mehl. So, hallo Jaden. So, dann müssen wir den Kinderwagen herräumen. Würde ich spazieren gehen. Hier sind alle unsere Motorradsachen am Trocknen. Ich leg das kurz darauf, ja? Ja, das ist gut. Oh, Alter, das ist so schwer. Was hast du da drinnen? Ist die von Natur aus so schwer? Ja. Oh mein Gott. Nicht mitbekommen? Nee, ich trage die nie. So, zack.
Ja, und dann kommt morgen ein neues Mädchenpaket. Denn ich habe ein bisschen Kleidung für Mel bestellt. Ja, ich gebe es offen zu. Weil mir wurde ja auch schon gesagt, weil, seht ihr, Mel trägt blau. Sie trägt einen blauen Overall. Oh mein Gott, sie ist voll der Junge. Mein Gott, das ist eine Schande. Irgendwie, ich bekomme nur scheiß Kommentare von wegen, ey, du Blöde, kannst dir ja gar keine Klamotten für Mel leisten und so. Aber ich finde Mel in blauen Sachen einfach viel schöner. Das passt einfach besser. Erst recht so blau und dann hier oben einfach komplett im Mädchen, so rosa. Sie ist halt einfach ein Mädchen, das sieht man vom Gesicht her total. Und deswegen finde ich es auch nicht schlimm, dass sie dann Jungs-Sachen anhat. Ich meine, es ist doch meine Entscheidung. Jetzt müssen wir mal irgendwie Jaden hier reinbekommen in den Kinderraum. Und dann muss er Mails neue nehmen. So, Jaden muss es leider Mails Decke nehmen. Der Arme. Ne? Du Arme. So. Kommst du noch ein Spucktuch? Die Rede hat immer noch nicht Hose bestellt. Den Lennox ziehen wir auch gleich nochmal um, denn er hat auch eine neue Mama gefunden und deswegen drehe ich da auch noch einen Vlog. Er sitzt ja immer auch da hinten. Und ja, wenn wir auch noch einen Vlog drehen. So einen kleinen Abschiedsvlog für ihn. Und er bekommt auch gleich ein neues, richtig, richtig süßes Outfit an. Das hier bekommt er an. Dann habe ich hier noch ganz viel von Mel. Und dann waren wir heute shoppen. Und das ist alles hier drin. Muss ich auch gleich nochmal gucken. Das sammle ich aber, glaube ich, noch alles, bevor ich euch das zeige. Und dann mache ich einen Haul daraus mit den anderen Sachen, die ich für Mel noch gekauft habe. Oh, das ist der Jaden. Wie süß. So. Können wir schon mal rausziehen? Also hier im Flur schieben. Oh, was für Tiere hier bin ich. Ups. Ups, ups, ups. Und das Pilz? Also ja, mein Hund hat Babyspielzeug. Guck das mal. Das hier ist Pilz. Der irgendwie der Bruder von Sophila Giraffe oder so. Weil das hieß ja Sophila Giraffe. Auch sein absolutes Lieblingsspielzeug. Also Babyspielzeug ist bei Hunden sehr cool. Es regnet einfach immer noch. Schaut euch das mal an. Das regnet gar nicht wenig. Das ist voll toll. Und ich habe nur ein nagelneues eingepacktes Regenverdeck, weil ich das andere schon im neuen Haus habe. Das möchte ich ungern anbrechen. Irgendwie. Das finde ich doof. So, meine Lieben, es hört einfach nicht auf zu regnen und deswegen müssen wir jetzt leider hier bleiben. Das ist sehr doof. Aber wir füttern ihn jetzt nochmal. So, sind die Kinder mal wieder hier? Tick, tick, tick. Knabbern ist so schön. Jane ist so süß. Also, boah, das sieht so ekelhaft aus. Ja, für den nächsten also nochmal. Dann gibt es die nächsten Tage auch noch das Einpackvideo. Da werde ich ihn einpacken und euch ein bisschen mitnehmen. Und dann werde ich euch noch ein bisschen was erzählen. So, jetzt kommen wir her. Opa.
Irgendwie ist es schon echt doof, dass er jetzt nicht mehr da ist bald. Also ich glaube das irgendwie noch nicht, dass er bald nicht mehr da ist. Ich glaube, es ist, glaube ich, erst morgen, wenn es soweit ist. Aber könnt ihr euch das vorstellen, dass ihr ihn nie wieder seht? Außer im nächsten Video vielleicht. Ich stelle euch mal kurz hier hin. Und dann zeigen wir ihn euch nochmal ordentlich, damit ihr mal wisst, wie er überhaupt aussieht. So seine Haare, sie sind so schön. Ja, die sind richtig schön. Er hat so ein, wie nennt man das? So ein Wirbel hier drin, das ist so schön. Oh, ich liebe das. Er hat richtig, richtig schöne Haare und die ordentlich gekämmt sind, die sind überhaupt nicht gekämmt. Aber er hat richtig schöne Haare. Also so sieht echt aus wie ein richtiges Baby. Das finde ich richtig krass. Auch so das Ohr und so. Sieht total echt aus. Seine Hände sind auch voll süß. Hat alles so richtig mit Detail gemacht. Sieht das halt überall Narben, Adern und so. Richtig schön. Sieht auch total echt aus. So süß. Ich will mir den gar nicht mehr abgeben, wenn man das so sieht. Ich glaube, die Welt geht da draußen unter gerade. Kommt da jemand? Und dann hoffe ich, euch hat das ein bisschen gefallen. Es ist halt nicht viel jetzt, was wir machen können, weil uns einfach auch viel fehlt. Ich habe halt nichts mehr hier, was ich irgendwie machen kann. Ich kann die Kleinen nicht ordentlich füttern und so. Das ist ziemlich doof. Aber ich habe mein Bestes versucht, irgendwie da ein kleines Video draus zu machen. Und ich wollte ja auch einfach nur nochmal ihn zeigen und euch einfach auch sagen, dass er eine neue Mama hat. Und ja. Dann würden wir Tschüss sagen.